So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe karnevalistische Freunde, der Kampf war wohl sehr intensiv da oben, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Auch ich halte Sie im Namen der Frösche. Herzlich willkommen heute zur Kampagneneröffnung am 11.11.2017 bei unserem wunderschönen, heute verregneten Rathaus in St. Ilgen. Und recht herzlich begrüßen möchte ich heute Abend unseren Oberbürgermeister, Herrn Hans D. Reinwald. Und natürlich alle Frösche hier vor der Bühne und hier auf der Bühne. Heute am 11.11., es ist endlich wieder soweit. Für uns Frösche beginnt sie die fünfte Jahreszeit. Die Freude, sie ist groß wie jedes Jahr. Die närrische Zeit, sie ist nun endlich wieder da. Das Rathaus haben wir im Sturm genommen. Die Leute gefangen, keiner konnte entkommen. Mit Böllern und Kanonenschlägen drangen wir ein. Auch in diesem Jahr, es muss halt so sein. Die weiße Fahne, heute nicht, die wird schon schnass, flattert zum Rathausfenster hinaus. Alle haben sich ergeben in diesem Haus. Wir sind halt gnädig mit all den Leuten. Das Rathaus ist besetzt und zwar ab heute. Selbst Uwe Sulze muss es erleben, auch der Amtsleiter musste sich ergeben. Der Oberbürgermeister Hans Reinwald muss dieser Übermacht weichen. Er musste mit schweren Herzens den schweren Rathausschlüssel überreichen. Ab heute werden wir regieren und haben das Sagen. Wer was will, der muss uns jetzt fragen. Alles, was nichts kostet, lassen wir machen. Das freut die Leute, denn die können jetzt wieder lachen. Bei uns hat alles ein Gewicht. Alles kommt bei uns ans Licht. Es liegt doch so manches noch im Argen. Wir Frösche, wir sprechen es an, denn wir müssen es sagen. Die Schulden der Stadt, die halten wir klein. Wir wollen wieder schuldenfrei sein. Um die Zukunft besser zu erleben, wir werden uns deshalb die allergrößte Mühe geben. Und jetzt denken wir noch alle nochmals zurück, wie es war. Unser schönes Freibad hatte teilweise zu in diesem Jahr. Bei schönstem Wetter konnte man drin nicht verweilen. Das Tor blieb zu und wir mussten leider draußen bleiben. Drum sage ich jetzt und heute, und hört bitte gut zu, ihr liebe Leute, lasst die Frösche ins Schwimmbad rein, es könnte ein Bademeister sein. Mit uns Fröschen wäre sowas nicht passiert. Und deshalb ist es auch Brauch, steht dieser Spruch auch auf unserem diesjährigen Orden drauf. Und wie es sich gehört, und dass die Stadtspitze immer daran denkt, bekommt nun unser OB den ersten Orden umgehängt. So, Orden ist verliehen. Küsse können wir später. Wir bringen wieder Schwung in unsere Stadt, die doch einiges zu bieten hat. Auf unsere große Prunksitzung, da könnt ihr euch freuen. Kommt alle zu uns, ihr werdet es nicht bereuen. Bei den Fröschen können sie was erleben. Wir werden uns wie jedes Jahr die allergrößte Mühe geben. Wir sind halt überall bekannt. Die Frösche kennt man in diesem Land. Und nun feiern sie mit uns die närrische fünfte Zeit. Die Kampagne ist eröffnet. Und zwar ab heute. Lasst unseren Ruf erschallen vor diesem ehrwürdigen Rathausbau. Auf die Frösche! Auf Dilje! Drei kräftige Dilje! 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 Dilje!
Ich grüße euch wie letztes Jahr, ihr liebe holde Narrenschar, wie schnell doch so ein Jahr vergeht, der Fasching vor der Türe steht. Ja, ihr liebe Leute, es ist soweit, wir starten in die fünfte Jahreszeit. Aber ab sofort regiert Narretei und Heiterkeit und für die Schultes wird's jetzt Zeit. Der kann jetzt endlich Urlaub machen und das kann ich euch sagen, ich lasse es richtig krachen. Nur noch schöne Sache mache, so juckt mich kein Rathausplatz oder das KCL. Du nimmst den Rathausschlüssel aber schnell. Doch eines sage ich laut und klar, wir sehen uns wieder, aber erst im nächsten Jahr. In diesem Sinne sag ich jetzt Ciao und ruf ein dreifaches Dilje. Hello! 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 War ein bisschen zu schnell, aber egal. Also, wir probieren es noch einmal. Ein dreifaches Dilje. Ich mach's mit dem ganzen Reim. In diesem Sinn sag ich jetzt Ciao und ruf auf die Frösche ein dreifaches Dilje. Hello! Dilje! Dilje! Ja, ihr liebe Leute, ihr seht, die Kampagne ist eröffnet. Mein Text war noch nie so nass wie heute, aber ein bisschen was habe ich noch. Und zwar haben wir, wie in jedes Jahr, hier bei uns bei den Fröschen, ein Geburtstagskind in unseren Reihen. Und so darf ich nun die Marlene Renner zu uns auf die Bühne bitten. Sie wird heute am 11.11.2017 13 Jahre alt. Und jetzt bitte ich die Kleppergatte um ein Geburtstagsständchen für die Marlene und für alle Geburtstagskinder, die hier unter uns weilen. Bitte sehr.